Ja, moin miteinander. Hallo Leute, willkommen zum Tüdelmittwoch. Und an diesem Tüdelmittwoch drehe ich gerade nebenbei den Teil für Samstag. Richtig. Samstag vorweg bauen wir so ein bisschen ein Armaturenbrett. Ja, das liegt Samstag auf dem Plan. Heute werden wir mal den ganzen Kram nachbereiten vom Trecker-Track und werden mal drüber sprechen, warum ein Unimog nicht so effektiv ist wie ein Trecker. Ja, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Hier die guten kleinen Klemmbausteine aus Dänemark. Das gucken wir uns gleich mal an. Wir werden gleich mal den Knubbel rausfahren, hängen den vor den Anhänger. Ja, wir können mal kurz durch die dreckigen Scheiben gucken. Ne, da hängen wir jetzt gleich mal den Knubbel vor, dass wir den D30 abgeladen kriegen. Geht wahrscheinlich wesentlich einfacher, als den Unimog jetzt anzuschmeißen. Ja, und was war los am Trecker-Track? Ja, warum ist das so? Und warum, genau, das gucken wir uns an. Wie gesagt, wir fahren jetzt den Deutz raus und ölen die Ventile. Genau, das machen wir jetzt vorweg erstmal. Ich weiß gar nicht, wer das kommentiert hatte, warum ich die Ventile nicht öle. Ist natürlich immer so ein bisschen Bequemlichkeit und Faulheit, ne? Weil hier an die Motorhaube ranzukommen, das ist echt blöd. Deswegen versucht man jetzt einfach mal die Kiste hier rauszuziehen. So mit einer Hand. Und zacka, zacka, zacka. Ich ziehe den mal kurz raus. Ja, also es ist definitiv so ein reines Faulheitsding, ne? Dann machst du die Seitenklappe auf, dann ist die Pulle ausgelaufen, dann musst du Öl auffüllen. Das machen wir doch alles. Das machen wir doch alles. Ja, ganze Lappen. Also der ist auf alle Fälle gesättigt. So. Das ist ja eine Handprinzip, ne? So. Und dann pumpen wir hier noch ein bisschen was rein. Siehst du wohl. Deckel habe ich schon mal auf. Wollte gerade ölen. Pulle leer. Mhm. Jetzt laufen wir wieder ins Dunkel. Ja. Also es ist echt Akku leer. Oh, das ist doch furchtbar. So, hier alles ein bisschen ölen. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Es ist so viel Öl hier oben drin. Und ja, auch der Deutz, auch der stand jetzt schon wieder. Seit diesem Zeigevideo. Die Karre ist jetzt wirklich kalt. Und ich bin gespannt, wie er gleich anspringt. Der gewohnte Blick. Oh. Es kam auch die Frage auf, warum ich vorne immer den alten Griff drehe. Auch das gucken wir uns gleich mal an. Wir werden jetzt mal kurz erstmal den Handgas hier, den Anhänger ranhängen, damit er mir vorne nicht runterdrückt. Und ja. Ja, Stützrad ist oben, die Kugel ist zu tief. Ja, sieht man mal Stützlast, ich kann den mit der Hand gerade anziehen. Also 50 Kilo Stützlast, eigentlich tipptopp, ne? Ja, ein Stück vorfahren hier. Ich glaube, das macht gar keinen Sinn, den hier anzuhängen. Ich würde eher das Zug mal runterziehen. Und gucken wir uns nachher an, wenn der Deutz daneben steht, Handbremse anziehen. Hier, der Eduard hat hinten hier die Stützen. Hier. Das ist auch so ein Klapperkram hier, ne? Muss man echt sagen. Ja. Regelfall, wenn man es einmal abgesteckt hat, passt es. Aber
Naja. Ist halt wie es ist, ne? Man will ihn ja auch nicht verbiegen. Ja, morgen gleich. So, ich mach den mal kurz auf und dann werden wir uns das Elend mal angucken. So, ich hoffe, es ist laut genug. Ich lasse jetzt einfach mal kurz laufen, weil an und aus mögen sie gar nicht. Der D30 hat einen 812er Motor drin. Das ist ein F2L 812. Das ist ein F1L 514. Der Absteller hier ist Handgas. Das habe ich aber mal umgebaut wegen Trecker-Track. Ne, wenn man den runterdrückt, zieht man hier den Absteller nach hinten und macht den aus. Beim 15er ist das so, das ist halt nicht gewollt. Hier ist ein B für Betrieb und oben ein A für Abstellen. Den dreht man immer im Kreis. Wenn man den ausmacht, bewegt man den nach hinten, dann geht er aus. Wenn man den starten will, dreht man den weiter wieder auf B für Betrieb. Hier liegen halt drei Generationen zwischen, ne? Achte Generation des Motors, fünfte Generation des Motors. Man hört es ja auch vom Motorlauf. Wirklich, der Einzylinder, der tüppelt da vor sich hin. Der D30 läuft wesentlich ruhiger, aber höher. Ne? Wir werden irgendwann mal ein Video machen und werden die Dinge einfach mal miteinander vergleichen. Ne? Also wirklich von der Geschwindigkeit, vielleicht mal die Gänge, das Getriebe mal. Ah, dann machen wir mal ein andermal. Jetzt fahren wir den Bums erstmal wieder rein. Alles wieder am Trocknen. Der Unimog bleibt jetzt erstmal draußen, denn ich denke, ich werde zeitnah hier meinen Auspuff für bauen. Wie gesagt, hier diese alte Krawalltröte für den Trecker-Track ist ja mal ganz lustig. Für den Alltag nicht so geil. Heute ist ja so ein bisschen die Aufklärungsstunde. Warum, wieso, weshalb, wie hätte man das nicht anders machen können? Die IH-Gewichte kam, glaube ich, die Frage, was wiegt so eine Platte? Müsste ich mal auf die Waage stellen. Ich habe aber, glaube ich, gar keine hier. Keine Fußwaage. Ich weiß nicht, was so eine IH-Platte wiegt, 35 Kilo oder was. Auch hinten mit der, ich habe sie hier eh nicht gebraucht, lief ja alles Banane. Ne? Linke Seite ist ja platt,
rechte Seite hält Luft. Problem ist, wenn man beide runterlässt, ich habe versucht, das Ding in die Mitte zu kriegen, ne, dass wir hier eine Mittelauflage haben. Die Gewindestreben, die Hubspindeln geben das vom Maß nicht her. Und ich muss irgendwo, dieses Maß muss ich haben. Und wenn die beide platt sind und die drücken sich im Boden rein, steigt der vorne so immens nach oben, versucht man halt immer so ein bisschen über dem Boden zu halten. Deswegen habe ich die andere Seite nicht platt gemacht. Aber jetzt kommt eh wieder die Ackerschiene rein. Dann kam eine Frage, ja, macht ja gar keinen Sinn. Du kannst hier hinten die Unterlenker hochziehen. Da liegt er gar nicht auf. Genau. Deswegen habe ich hier kleine Schlupfe. Mach das Licht noch mal ein bisschen mit. So, hier kleine Schlupfe. Die habe ich oben an den Hubarm rumgelegt und hänge die hier unten in Schäkeln ein. Ne, hier ist eine 24er Gewindestange durch mit Augenschrauben, Schäkeln. Da hänge ich nachher die Schlupfe rein. Hier ziehe das Ding über die Hydraulik hoch, dass hier richtig Bums drauf ist. Und dann legt er sich hinten im Zug im Regelfall auf die, ja, diese kleine Wheelie-Bar. Genau. In irgendeinem Video habe ich das auch schon mal eingespielt. Ja, der D30 kann auch anders. Ich werde mal ganz kurz ein Video einspielen, wie es aussehen kann. Das war ein Firselöwede vor, weiß ich gar nicht, 3 oder 4 Jahren. Der Bremswagen wiegt 9 Tonnen. Ja. Hier ist es. Das war das Jahr wirklich ein Traumzug, ne? Also wirklich eine Bahn, viel Lehmanteil drin. Die fahren da die DTTO, das heißt die Deutsche Trecker-Track-Organisation, fährt da. Da fahren die ganzen Monster, auch die Holstein-Klasse. Ja, unter 1000 PS fährt da keiner. Ne? Die haben Nummernschild dran, die sind zugelassen. Es sind Monster und dementsprechend ist die Bahn da wirklich 100% präpariert, mit Lehmanteil, hochverdichtet. Lief da ganz gut. Und jetzt in Westenholz mit den Zwillingsrädern. Zum einen fehlt mir, wie gesagt, diese 200 Kilo. Ich weiß gar nicht, irgendwo stand das auch drauf, was ich wiege. Ich glaube, auf den Zwilling stand das drauf. Ne? 1880 Kilo. 80 Kilo ist Toleranz. Das heißt eigentlich immer so Fahrer. Den kannst du abziehen. Fehlen 200 Kilo. Und wenn hier 200 Kilo fehlen, sind das 10% von der Gesamtmasse, was man fahren darf. Okay. Dann hatte ich Zwillinge drauf. Zwillinge denkt man, ja gut, es ist viel Vortrieb, viel Auflagefläche. Bei manchen Bahnen, wenn das Ding wirklich weich ist, muss man versuchen, in die untere Ebene reinzukommen. Das heißt, da, wo es vielleicht noch ein bisschen fester ist. Vielleicht wäre es ohne Zwillinge besser. Wenn man das immer alles vorher wüsste, was ist richtig und was ist falsch, dann wird's ja auch keinen Spaß machen. Dann zum Thema Reifen. Es wurde ja gefragt oder geschrieben, ja, fahr doch mal mit dem Unimog-Trecker, Trek. Hatte ich, glaube ich, auch mal in irgendein Video mal reingepostet, mal so eine Spaßveranstaltung beim Kumpel. Auch das kann ich mal kurz einspielen. Jetzt. Da war er noch nicht restauriert. Ich würde es nicht sagen, dass er dabei kaputt geht, aber ja, er ist mir eigentlich zu schade dafür. Und es ist das Problem mit den kleinen Reifen. Ich werde mal ganz kurz zeigen, was das Problem ist. Wir haben jetzt ein bisschen Quarzsand, den kippen wir hier einfach mal hin. Das ist hier noch vom Strahlen. So, und zeigen jetzt einfach mal eine Strecke. Wie könnte das denn aussehen? So, das ist jetzt unsere Strecke. Ja. Jetzt haben wir einen Trecker mit einem großen Reifen. Den stellen wir jetzt hier einfach mal hin. So. Und wir haben vielleicht einen Trecker mit einem kleinen Reifen. Den stellen wir hier mal hin. Alleine die Standauflage ist natürlich der Trecker schon ein Vorteil. Ne? Der hat schon viel mehr Auflagefläche als dieser kleine Trecker. Jetzt hat man weichen Boden. Und wir drücken mal den Trecker ein bisschen in den Boden rein. So.
Und jetzt haben wir einen Trecker mit einem kleinen Reifen, drücken den mal richtig rein. Es ist ein Drittel mehr. Ne? Es ist ein Drittel mehr. Und dieser Drittel ist natürlich Traktion. Und deswegen haben die ganzen großen Trecker oder viele davon auch diese Reifendruckregelanlage, um den Reifen platt zu kriegen, indem sie Luft rauslassen. Denn wenn man den Reifen platt macht, hat man maximale Auflagefläche. Hat man jetzt aber Zwillinge und man versucht hier irgendwie oben drauf zu laufen, graben die sich ja gar nicht wirklich ein. Da müsste man jetzt ein Rad abbauen, entweder richtig breit, um maximale Auflage zu kriegen, oder man versucht mit dem schmalen in den tiefen Boden reinzukommen. Und deswegen macht es mit dem Unimog meistens gar keinen Sinn, weil die Reifen einfach zu klein sind. Selbst so ein kleiner Trecker hier hat 32 Zoll Bereifung, das heißt 32 Zoll Felgendurchmesser. Der Unimog hat 20 Zoll. Da ist ein Reifen im Durchmesser 1,10 Meter. Ja, und hier hat er, weiß ich, 1,50 oder was das sind. So, und wenn man dann in einer Klasse fährt, wo vielleicht ein Deutz D40 mitfährt oder ein D50 sogar, die große Reifen haben, da ist man natürlich klar im Vorteil. Zudem hat der Unimog Spiralfedern, was es nicht besser macht. Ich glaube, in dem Video vom Trecker-Track, da habe ich einen MB-Track gefilmt. Zum Schluss, da kriegt er auch das Springen durch diese Federn. Ja, es gibt Unimog-Klassen. Ne? Hier Henning Heidmann aus Fitzen, die haben in Panten haben die eine eigene Unimog-Klasse, wo man wirklich nur mit Unimogs drin fährt. Da macht das auch Bock und Spaß. Aber auf so einem Trecker-Track in der 3,5-Tonnen-Klasse gegen, was weiß ich hier, was fährt in der 3,5-Tonnen-Klasse? Da fahren schon 6-Zylinder mit. Auf alle Fälle, vielleicht auch mit Allrad, hast du keinen Stich. Nein. So sehr ich den Unimog auch lieb und den Ruf verteidige von dem universalen Motorgerät, was das angeht, hält er einfach nicht mit einem Trecker mit in der Gewichtsklasse. Nein. Er kann viel. Man sagt ja, er kann irgendwie alles nicht so ganz und richtig und nicht so richtig falsch, so richtig so irgendwie so wie so eine Wasserpumpenzange, sagt man ja immer. Aber dafür ist er schnell. Ne? Genau. Ja, ich mache mal kurz den Tisch wieder sauber. Ja, so ist es. Aber ich denke, der Deutz, der wird auch bald in Ruhestand gehen. Also die Trecker-Track-Gewürge, sie werden halt nicht besser von. Und das Getriebe, wir werden es, oder ich muss es auf alle Fälle nach der nächsten Heulsaison muss ich machen. Also hier muss der komplette Hydraulikblock muss da runter. Es ist halt echt Arbeit, ne? Die auch oben ganzes Geschüssel ab, am besten die Kotflügel ab. Der Hydraulikblock muss ab. Steckachsen müssen gezogen werden, der ist nämlich auch undicht, an den Achsen noch nicht, aber ich denke, ich muss hier an die Hauptlager ran. Das ganze Geschüssel hier oben, das muss alles runter, um ans Getriebe zu kommen und ja, da werde ich nicht drum rumkommen. Ich gucke schon mal bei eBay Kleinanzeigen nach so einem T25 Getriebe, wenn irgendwo mal eins in der Nähe liegt. Vielleicht holt man sich einen kompletten Getriebeblock mit Achsen. Guckt den einmal durch und wenn er okay ist, aufbereiten, umflanschen. Ne? Weil wenn du den zerlegst, dann steht es wieder rum. Dann hast du das zweite Projekt, was hier zerlegt steht. Und der muss funktionieren. Aber jetzt ist erstmal Auspuff. Der kommt ab, ich werde ihn weglegen. Vielleicht kann man die Tröte nochmal irgendwann anbauen, wenn man irgendwo ist. Es ist ja echt ganz geckig, ja. Aber ich werde hier wieder den Pott bauen, der hier quer durchgeht. So wie vorher auch. Und dann mit dem Auspuff-Pott hier an der Seite lang. Genau. So ist es. Ja, ist immer viel Geschraube, viel Getüdel und Geschleppe und Auf- und Abladen. Und aber das möchte man ja so, ne? Ist ja gewollt. Ne? Genau wie die Platten. Hier ist ja ein Griff dran. Aber das Ding durch die Gegend zu schleppen, ist halt einfach nicht. Deswegen auseinanderbauen, Platten runter, schleppe ich sie wieder rüber an Schoppen. Das Gewicht hier vorne kommt auch wieder ab. Vielleicht lasse ich es noch dran, ich weiß es noch nicht, hängt da direkt an der Achse. Ja, so ist es. Gab es noch irgendwelche Fragen, wo ich drauf eingehen wollte?
Ich denke mal drüber nach, baue die Ackerschiene gerade mal an. Und dann gibt es gleich noch kurz ein Abschlusswort. Jo. So ist wieder schön. Ja, so ist wieder schön. Noch ein bisschen Auspuff dran, ein bisschen Öle kontrollieren. Ackerschiene ist auch dran. Dann kann er irgendwann im Dezember an Holz. Es hat noch mal jemand kommentiert, ich möge den kleinen Bollerwagen noch mal vorstellen. Ja, das heißt, der Bollerwagen, wo die Karosse drauf stand vom Unimog, hatte ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo mal gezeigt. Das hier ist ein alter Kofferwagen von der Bundeswehr. Keine Ahnung, wo der herkam. Da war auf einmal hier. Ja, hier kannst du richtig was rauflachsen. Vorne ein bisschen Zuchtmaul dran. Genau, da kannst du was raufpacken. Bisschen Drehschemel hier vorne. Und der hier, das muss irgendwie mal ein Eigenbau gewesen sein. Hier liegen jetzt die alten Räder drauf vom Rückewagen. Der hat Alu-Räder gekriegt. Auch hier einfach so eine, kriegen wir es nochmal ein bisschen hin hier. So ein bisschen Eigenbau oder eine Drehschemel. So ein bisschen Flacheisen da unten. Und ja, Sackhahnreifen drauf. Bisschen Griffstück. Genau, kann man sich mit helfen. Kann man ein bisschen was durch die Gegend schluren. Und auf dem Wagen habe ich damals auch meine Hütte vom 406 gehabt. Auf dem Ding ist sie zum Lackierer gegangen. Ja, war ein Holzgestell drauf. Und dann konnte der Lackierer diese Hütte halt auch durch die Gegend ziehen, ohne sie da groß tragen zu müssen oder ähnliches. Fand er gut. Ja, so ein kleiner Kofferwagen ist halt, gibt es bei eBay Kleinanzeigen, ich glaube unter Kofferwagen findet man die. Wird aber hoch gehandelt. Ja, die haben Gummiräder drauf, die gibt es auch mit Vollgummiräder. Macht da gar keinen Sinn. Genau. Ich werde jetzt wahrscheinlich, mal gucken, vielleicht noch eine halbe Stunde oder Stunde weitermachen, dann fahre ich wieder zur Arbeit. Am 20.10 weitermachen, das ist der Teil für Samstag, können wir schon mal gucken. Bauen eine neue Armaturenblende für den 2010. Der Träger ist auseinandergeschnitten, das bereite ich jetzt gerade alles vor, wie gesagt, für ein Samstagvideo. Deswegen ist das bei mir auch mal so ein paar Tage zeitversetzt, weil man es halt einfach nicht schafft. Das ist sehr zeitintensiv und da dreht man halt über mehrere Tage. Genau. Alles cool. Und dass der Unimog draußen steht, normalerweise steht er natürlich hier drin. Ob ich jetzt mit dem Auspuff wirklich zeitnah dabei komme, aber der Deutz lässt sich halt wesentlich schneller rausfahren als der Unimog. Mit der Luft und Kompressor und aufpumpen und raus und Spiegel anklappen und die Platten vor der Werkstatt, die muss ich auch nochmal machen, das will ich auch nächstes Jahr machen. Weil jedes Mal, wenn du mit dem Unimog anfährst, auch mit Allrad, schiebst du diese blöden Platten weiter nach hinten. Das muss mal neu gepflastert werden. Aber das frisst halt alles kein Brot. Ja, so ist es. Am Tüdelmittwoch, Leute. Genau, Tüdelmittwoch, ich schwitze wie eine Sau. Schön. Ja, Sorgennöte, Anträge, irgendwelche Fragen. Dann schreibt es hier unten in die Kommentare. Wie gesagt, ich lese jeden Kommentar. Man kann halt nicht alles beantworten. Das ist zeitlich gar nicht mehr machbar. Weil bei Insta sind am Tag auch noch mal irgendwo 50 bis 100 Nachrichten, die da reinhämmern. Ist so. Leute, habt einen schönen Tag, schönen Mittwoch. Wir sehen uns am Samstag in gewohnter Manier. Und gerne Abo, teilen, liken, alles. Leute, ciao.